Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin und ich hoffe, Sie lieben Pferde, denn heute wollen wir nur über Pferde reden und über den Pferdesport. Und dazu habe ich mir eingeladen, Gerd Schöning, Inhaber der Rennbahn Hoppegarten, ganz herzliches Willkommen. Und morgen, Herr Brinkmann. Michael Wrulich, Geschäftsführer der Rennbahn Hoppegarten. Hallo Dr. Brinkmann, freut mich. Vor einer Woche ist es losgegangen bei Ihnen auf der Bahn. Die Pferde sind gelaufen, die Wetten waren toll, das Wetter hat mitgespielt. Waren Sie zufrieden? Ja, der Frage kann man ja nur mit Ja antworten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Im letzten Jahr war es so, da mussten wir den ersten Renntag Anfang April absagen. Da hatten wir einen sehr harten Winter. Und in diesem Jahr, also 20 Grad, was ich toll fand, ein Picknick mitzubringen und eine Decke da vor den Tribünen auf der Wiese zu liegen, hat ja eine große Tradition. Hoppegarten nur Anfang April, hatten wir sowas noch nie. Die Bahn war proppenvoll, wir hatten da eine super Stimmung. Bleibt. Ja, klar. Und dann war eben auch gut, wenn wir einen harten Winter haben, können die Pferde nicht so gut trainiert werden. Das ging aber ohne Unterbrechung. Wir hatten sehr starke Felder. Wir hatten praktisch Rekordumsätze für den ersten Renntag und ganz viele Favoritensiege. Ich glaube, in 8 Rennen war 5-mal der Favorit vorne, 2-mal der zweite Favorit. Ja, und das lieben einfach die Berliner nicht, wenn sie so ihren Fans zujubeln können. Und da muss man auch kein großer Experte sein. Nicht? Da kommen einfach 2 Euro auf Sieg drauf oder vielleicht sogar auf Platz. Ja, und das finden die toll. Und also die Stimmung war gigantisch und es hat uns allen total viel Spaß gemacht. Ihnen auch. Da? Ne? Sie sind Geschäftsführer, Sie zählen dann immer ganz genau. 8.482? Ja, ganz genau waren es 8.135. Ja, aber ich wusste bis zuletzt durch. Bis zum letzten Punkt wird da gezählt. Ja, aber es war ein toller Auftakt und ich glaube auch die Gesichter der Menschen haben einfach genau das wiedergespiegelt, dass es ein ganz toller Tag in Hoppegarten war und wir, glaube ich, genau auf dem richtigen Weg sind. Sind Sie denn ausverkauft bei 8.135 oder ist da noch Platz? Nee, da ist noch jede Menge Platz, aber es geht ja auch erst los. Die Saison hat erst angefangen. Wir haben noch 10 weitere Renntage. Morgen ist zweiter Renntag, nicht? Ja. Nee, in einer Woche dann. Ostersonntag ist dann am 21. April, geht es wieder weiter. Da haben wir den zweiten Renntag. Auch traditionell ein sehr, sehr starker Renntag am Ostersonntag. Nach ein paar Tagen zu Hause freuen sich die Leute dann auch wieder rauszukommen und wir hoffen bei ähnlichem Wetter. Haben Sie schon telefoniert nach oben? jeden Tag. Jeden Tag. Das ist wichtig, ja. Nicht? Genau. Ich kann mir hier in Eimer hat es furchtbar gegossen. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ja. Mussten Sie da absagen? Absagen? Nein, eigentlich noch nie. Nur das ist halt tödlich, weil ja, die meisten Gäste doch schon so sonntagmorgens am Frühstückstisch entscheiden. Aber was ganz wichtig ist, wir pushen auch den Vorverkauf. Gestern hatten wir zum Beispiel, ich glaube, ungefähr ein Drittel der Buchungen über den Vorverkauf. Und da haben die Gäste einfach einen Preisvorteil. Und ja, wenn man sich früh committet, kriegt man einen guten Preis. Und das macht für beide Seiten Sinn. Also jetzt habe ich zwar Ostern keine Zeit, weil ich da gerade verreise. Ja, wann ist dann der nächste Renntag? Jedes Wochenende oder jedes zweite? Und wie lange geht das? Ja. Wir blicken auf einen sehr, sehr schönen Terminkalender rauf. Wir haben, wie gesagt, dann an Ostern unseren zweiten Renntag, haben insgesamt 2 Derby-Wochenenden. Einmal am 11. 12. Mai. Das wäre dann auch Ihre nächste Möglichkeit, nach Ostern quasi auf die Anlage zu kommen. Das Gleiche gilt dann nochmal fürs Doppelwochenende 10. 11. August. Flankiert wird das Ganze dann durch auch einen Wochenrenntag, das ist der Freitag im Juni. Und wir haben nochmal das große Pfingst, den sogenannten Fashion Race Day oder den Ladies Day. An Pfingst, alle Hüte mitbringen. An Pfingstsonntag auch mit Hutwettbewerb, wer sich gerne mal ausputzen möchte. Ist das möchte. Pflicht mit Hut für die Frauen? Nein. Wenn jetzt eine Frau zuhört und sagt, oh, ich habe ja keinen Hut, ich kann da nicht Nein. hin. Also, Herr Dr. Brinkmann, Sie kennen ja Berlin auch schon ein bisschen, glaube ich sogar ein bisschen länger als wir. Ja, und in Berlin sind eben alle da. Und das Schöne an der Stadt ist ja auch, dass man sich so geben kann, wie man gerne möchte. Und wenn Sie als große Rennbahn dem nicht gerecht werden, da haben Sie ja überhaupt keine Chance. Und ich glaube, das ist, was uns, also mir, sehr viel Spaß macht in Hoppegarten, aber auch unseren Gästen. Sie können wirklich kommen, wie Sie möchten. Und das heißt, in unseren VIP-Bereichen haben wir so pro Renntag, ich würde mal sagen, 5-10%. Und da gibt es auch sehr viele, die im Anzug kommen und auch mit teuren Kleidern und mit großen Hüten. Die gibt es auch vereinzelt in der Masse der Zuschauer.
Aber das Schöne ist einfach, wir haben da, ich sag mal, coole Typen aus der Mitte und die kleiden sich wahrscheinlich für ein gar nicht großes Budget bei Zara und eigener Kreativität da ja schick, cool ein und die sehen gut aus. Dann haben wir Familien, denen ist das ganz egal, die möchten einfach Spaß haben mit ihren Kindern, vielleicht die Eltern mal im Biergarten sitzen, die Kinder im Kindergarten abgeben und dann mal ein paar Rennen ungestört wetten. Ja, wir haben so die richtigen Wetter, die dann auch die Formen studieren und da eher sitzen. Also, Herr Brudig, ja. Da will ich nochmal nachfragen. Es gibt Platz für Kinder, die kann man abgeben. Kindergarten, haben Sie gesagt. Absolut, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema auf unserer Rennbahn, dass wir eben eine Rennbahn für alle sein wollen. Und bei allen gehören natürlich die ganz kleinen Besucher ganz, ganz oben mit aufs Tableau. Und es gibt also wirklich sehr, sehr viel zu erleben. Fängt bei Ponyreiten an, um auch selbst mal auf einem Pferd zu sitzen. Also die Kinder gebe ich wirklich ab und da gibt es Betreuung. Da muss ich nicht ständig hinterher sein. Das Schöne ist, es ist eben ein Miteinander. Also die ganze Familie ist miteinander dort. Das heißt, dort, wo die Ponys im Kreis geführt werden, gibt es auch direkt nebendran wieder was zu essen und was zu trinken. Man kann sich dort niederlassen als Familie und kann das quasi wirklich als Familienausflug wunderbar genießen. Volksfest in Hoppegarten. Ja, genau. Volksfest also, ist eigentlich ein schönes. Wer noch nicht da war, die Termine können Sie alle im Internet nochmal nachlesen. Genau. Wir haben sie eben genannt, aber eins, da habe ich Sie zu früh unterbrochen, der letzte Renntag ist dann wann? Mitte Oktober, am 3.10. haben wir nochmal unser großes Highlight, das ist der Tag der Deutschen Einheit. Nationalfeiertag, eigentlich traditionell unser stärkster Renntag, wo wirklich die Bahn rappel voll ist. Ja, da laufen denn alle Pferde mit Schwarz und Gold? Nein, nicht, aber wir haben also in der Tat sehr viel in Schwarz-Rot-Gold an dem Renntag und vielleicht fragt man sich ja auch, warum hat der Tag so eine Bedeutung für Hoppegarten? Das können Sie einfach aus der Geschichte erklären. Hoppegarten war oder ist heute noch eigentlich die größte Rennbahn, größte Trainieranlage, die jemals in Deutschland gebaut wurde. Das nicht Baden-Baden, was nee, die meisten absolut sicherlich nicht denken? Ja, Baden-Baden hat dann eben nach dem Hoppegarten so zur Zeiten der deutschen Berliner Teilung hinter dem Eisernen Vorhang war, ist Hoppegarten so aus dem Bewusstsein der Westdeutschen etwas entschwunden. Jeder wusste, das gab's, aber da gingen keine Pferde hin. Das gab's auch zu DDR-Zeiten? Ja, klar, absolut. Das ging da also sehr, sehr intensiv weiter. Ja, und so vor dem Krieg war so die Rangfolge eigentlich Berlin, weil es eben Hauptstadt war und die größte deutsche Stadt, gefolgt von Hamburg, gefolgt von Baden-Baden. Und als Berlin dann, also so aus westdeutscher, Westberliner Sicht nicht mehr zur Verfügung stand, hat sich Hamburg weiter gut entwickelt aufgrund des deutschen Derbys. Und Baden-Baden wurde extrem gut und geschickt geführt, hat wahnsinnig viel investiert. Und das hatte einen Riesenboom eigentlich in den 80er, 90er Jahren und ist jetzt in aller Munde nach wie vor die bedeutendste deutsche Rennbahn. Ich bin jetzt in Hoppegarten. Das muss sich aber bald ändern. Nee, also erstmal finde ich das gut, je mehr Standorte wir haben für den Gesamtsport, die wirklich stark sind und die Leute begeistern, da profitieren alle von. Aber wir haben natürlich auch Ambitionen in Hoppegarten. Wir sind schließlich auch die Hauptstadtrennbahn, die eine super Dynamik hat. Als ich in Berlin ankam und die Bahn übernommen habe, waren wir auf Position 8. Im Moment, also wir sind deutlich vorgerückt, wir sind so auf Position 3 gemeinsam mit Köln. Vor uns liegen Baden-Baden auf Platz 1, Hamburg auf Platz 2. Also das Tollste fände ich, wenn wir alle riesig wachsen. Aber ich glaube schon, dass wir besondere Standortchancen haben hier als Hauptstadtrennbahn. Und wenn wir die gut spielen, würde ich mir mal denken, dass wir in 10 Jahren oder Herr Wohlig in 2, weiß ich nicht. Ja, 10 ist zu lang. Aber Sie machen natürlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig. Als Sie nach Berlin kamen, Hoppegarten gehört Ihnen. Nämlich, ja, das Sie stimmt. Sind nicht nur Gesellschafter, es gehört Ihnen. Sie haben es gekauft nach der Wendezeit. Ja, genau. Die Rennbahn, also der gesamte Rennsport war im Osten verstaatlicht. Das heißt, die Rennbahnen waren Staatsbetriebe, aber auch das Halten von Rennpferden war für Privatpersonen, wurde einfach unattraktiv gemacht. Es gab volkseigene Rennställe. Mhm. Dann waren die ganzen Trainer nicht wie heute selbstständige Unternehmer, die den Besitzern Rechnungen schreiben und das Training organisieren, sondern das waren auch Staatsbetriebe. Und genauso war es mit den Gestüten. Also wir hatten da Planwirtschaft. Und dann hatten wir in Hoppegarten die Situation, ich glaube 800 Pferde waren es insgesamt, die im Staatsbesitz standen, auch mit einem riesen Personalstand.
Und das musste alles privatisiert werden. Und da gab es auch damals eine sehr emotionale Debatte, so ungefähr, wir müssen die Pferde vor dem Schlachter retten. Also die müssen in gute Hände gehen. Und das gelang auch erst. Das war dann so Anfang der 90er Jahre, wissen wir alle noch, da war Wiedervereinigungseuphorie. Waren Sie da schon beteiligt? Nein, da war ich noch gar nicht beteiligt. Ich hatte allerdings Hoppegarten das erste Mal in meinem Leben besucht, 3 Wochen vor dem Fall der Mauer. Also ich kannte es noch zur Ostzeit. Zufällig oder nee, das hatten war schon Sie geplant. Schon gedacht, da passiert was? Nein, das überhaupt nicht. Das war mein erster Besuch in Berlin, erster Besuch in Hoppegarten, erster Besuch in der DDR. Und das war eine Reise organisiert von der Norddeutschen Besitzervereinigung aus Hannover. Die fuhren alle mit dem Bus nach Berlin. Ich war damals in London, bin nach Tegel geflogen, dann irgendwie zur Friedrichstraße, da bin den Grenzübergang und dann in mein Hotel gegangen im Osten, wo die anderen auch alle waren. Ja, so war das. Und das war für mich rein eine, ja, wie soll ich sagen, so Fachreise, die eben aus Rennsport sich total interessant war. Also gar nicht daran gedacht, da vielleicht einzusteigen oder so. Und wann Sie daran gedacht haben, das werden wir uns nach der kurzen Werbepause mal anhören. Das ist okay. Nämlich eine tolle Geschichte. Ja, ohne diese Geschichte kann man aber gar nicht begreifen. Nee, Sie erzählen sie ja gleich. Also bleiben Sie dran, kurze Werbepause, dann sind wir wieder da.